Hallihallo meine Freunde, hier ist mal wieder euer Flugkapitän Maximus. Ich begrüße euch zum Microsoft Flight Simulator. Wir werden heute mit Egypt Airlines von Kairo internationalen Flughafen nach Hurghada fliegen. Und ich bin nicht alleine, ich habe Toni am Start. Grüß dich! Ja, Mahlzeit. Ja, Mahlzeit. Oh, hier, guckt euch an. Hier in Kairo stehen wir gerade. Und ich grüße erstmal alle, die da sind. Patrick, Bernd, Mario, Maria... Und Markus ist da, der Karl ist da, Big Panther habe ich vorhin auch schon gesehen. Ach, sieht das nicht schön aus? Jetzt ist so richtig Urlaubsfeeling. So, wie gesagt, wir werden heute schön in den Urlaub fliegen nach Hurghada. Letztes Jahr sind wir mit Toni nach Hurghada geflogen, ne? War das nicht schön, Toni? Das war super. Ja? So, ich fliege jetzt. Ja, gut, ich mach auch mal an hier, die Karre. Die Triebwerke werden angemacht. 1 plus, so muss es sein. Oh, der Toni, der alte Dessauer ist da. Boti ist da. Jasmin ist da. Und der Kalle. So, die Maschine. Warum will der nur das eine Triebwerk anmachen? Warte mal, ich muss noch das andere anmachen. Oh, fährst du vor denn? Nee, du fliegst vor. Wieso ich hier? Na, wie ich das sage. Mama, ihr muss erstmal hier das eine Triebwerk noch anmachen. Der will nur eins anmachen. Ah, doch, geht. Es geht los. Wir werden heute mal ein bisschen höher fliegen und gucken, ob wir überhaupt landen können. So, wartet mal. Den Pushback anfordern kann ich jetzt nicht. Oh, der kommt schon. Yes, Baby. Baby, es geht los. Oh, sieht das schön aus. Push the button. Yeah. So. Johnny ist auch da. Grüß dich. Ey, geht los. Ach, die Kappe soll ich aufsetzen. Ganz vergessen, ich muss noch die Kappe holen. Flugkapitän Maximus muss die Kappe wieder aufsetzen. Ja, ihr habt recht. Sonst gibt's Ärger. Oh, guck mal, da hinten fliegt einer. Achso, die Handbremse muss ich lösen. Toni? Wir werden denn die Runway hier hinten lang fahren? Na, von jetzt, in der Position links oder rechts? Na, rechts. Also, wenn du jetzt das Flugzeug von hinten siehst, so, also, dann rechts rum. Ah ja. Ah, ist ja auch ein übelst großer Parkplatz hier. Ach, guck mal, der Lars ist da, Riddler ist da, Varty ist da, juhu! So. Hab auch Bild drin, das ist gut. So muss es sein. So muss es sein. Warte mal, werden wir die Klappen weiter runter machen? Habe ich jetzt die richtige... Wo schiebt der mich hin, Alter? Er musste irgendwann abbrechen. Bei mir hat er zu wenig Pushback gemacht. Ey, bei mir hat er zu wenig gemacht, der Sausack. Ja, ist egal. Wir drehen einfach mal. Hier, da wo ich, ich jetzt lang fahre, ja? Warte mal, wo bist du? Ja. Und dann? Ja, einfach die Straße lang weiter. Ah ja. Da, wo die jetzt nennen, nochmal rechts und gleich wieder links. Alter, sieht das geil aus! Jo! Ich grüße erstmal alle, die da sind. Und wir werden dann zum Schluss uns nochmal überlegen, wo wir dann unseren nächsten Flug machen. Mit was für... Also ich denke mal, ich werde beim Airbus erstmal bleiben, weil die Maschine kann ich ein bisschen... Ja, weiter. Da ist eine Straße, ne? Da fahren so viele Autos rum. Scheißegal. Ja, fahr um die Dinger. Die haben da nichts zu suchen. So, der Felstar ist auch da. Sind ja ordentlich Berufsverkehr auf der Straße. Junge. Was ist da los? Nicht genug bezahlt? Wie was, Bernd? Was nicht genug bezahlt? Das ist doch ein Bild für die Götter. Zwei Maschinen
Toni vorne mit Neuseeland Airlines. Ich hier schön mit Egypt Airlines. Oh, machen wir jetzt Zeichen hier weg. Oh, lecker Schlecker, Esperanto. Das Land wird auf jeden Fall wieder klasse. Das wird Daumen hoch, sag ich euch. Ne? Was ist denn los? Warum fährst du so langsam? Na, weil ist so. Also, du kannst ja nicht einfach hier stehen bleiben, du Ei. Hab ich doch gar nicht. Na, gib doch mal ein bisschen Schubrakete, du hast doch ordentliche Triebwerke drinne. Ach so, fürs Pushback zu früh. Ja, die sind einfach abgehauen. Das nennt man Fahnenflucht. Warte mal, ich muss mal hier gucken hier. So, Triebwerke, also bis zum Ende werden wir jetzt fahren. Ach, das ist schön. Kairo, internationaler Flughafen. Wer ist denn eigentlich? Bist du schon mit Egypt Airlines geflogen? Mit was für einer Airline bin ich denn eigentlich geflogen? Keine Ahnung, so eine türkische. War das türkische? Naja, gut. Ah ja. So, André ist auch da. Oh, mein Beileid, Karl. Das ist nicht gut. Ich hoffe, wir können dich hier ein bisschen auf andere Gedanken bringen. Ja, Marco schreibt das auch schon. So, Blänger, ich bin soweit. Was? Haust du jetzt gleich durch? Naja. Hast du deine Klappen draußen? Welche Klappen? Ja, deine Startklappen. Welche Startklappen? Ach, lass das gut sein. Was laberst du? Moin Moin an alle. Meine Startklappen, ey. Also ich will auf 25.000 Fuß gehen dann. Warum? Ja, weil ich's kann. Ach, da Quatsch. So, bist du schon am Starten oder was? Na, ich muss doch mal eine Freigabe machen hier. Ach so, okay. Cairo Tower Airbus Yankee Uniform. Echo Golf Yankee ready to go runway 23. So, ich kann starten. Ja, jo. Na los, dann Feuer frei. Oh, oh, Baby! Baby, ich komme! Bin genau hinter dir. Also ich starte schon, ne? Ziehst aber die Olga ordentlich hoch, sag ich dir. Ich hab schon Overspeed wieder. Also, hab ich die Klappen? Sind wieder drinne? Gut. Okay, wir müssen jetzt abbiegen, ne? Na, links. Ei, das ist ein Bild! Henning! Grüß dich und alle anderen auch, die da sind. So, gut. Wir werden noch ein bisschen manuell fliegen und hier hinten sind dann die Pyramiden hier irgendwo. Ehrlich? Ja, ja. Warte mal, hier hinten. Da hinten siehst du sie doch. Ja, was sind da hinten? Machst du bei der Bundeswehr rechts, oder nicht? Rechts. Siehst du die? Ja, ja. So. Oh, stellen wir mal 250 ein. Mein Druckspar hier. 250. Mensch, das Kinder hier. So. Und Höhe 25.000 Fuß will ich machen. Meine Güte. So, eingestellt, meine Freunde.
Wo ist denn Toni? Toni, wo bist du? Warum 25.000 Fuß? Ist doch Quatsch, Alter. Na, warum? Lass den doch steigen. Wo bist du? Vor dir. Ach, hier an der Seite. Ja, ich sehe dich. Also, ich fliege direkt auf Linie. Ich noch nicht. Mama, da hinten ist er. Da hinten fliegt Toni. Yeah! Neuseeland Airlines ist am Start. Also, ich habe auf 250 und bin jetzt knapp bei, doch, ich bin jetzt bei 5000 Fuß. Und ich stelle mal hier das Ding mal ein bisschen ein, dass ich hier den Flughafen hier irgendwann mal sehe. Oh Gott, das wird auf jeden Fall, ja, ja, alles eingestellt. Sprit haben wir auch genug. Und ich denke mal, jetzt können wir fliegen wie der Wind. So, Joko. Ah, ja. Grüß dich. Ach, guck an, wer ist da? Keine Ahnung. Toni. Ja. Ich sehe dich nicht mehr. Ich bin weit vor dir. Du bist nicht vor mir. Du warst gerade auf der rechten Seite von mir. Ich fliege Linie. Wie war es Linie? Ich fliege auch auf der Linie. Naja. Aber da muss ich dich doch trotzdem irgendwo sehen. Ja. Keine Ahnung. Oh, wie hoch willst du denn fliegen? Ich bin gerade bei 7600. Warte, ich bin bei 8000. Na, läuft doch. Wir haben 178 nautische Meilen. Das ist doch entspannt. Fliegt man dann, Pappnase, fliegt man dann so hoch? 25.000 Fuß habe ich angegeben. Von, bei, was hast du gesagt? 178. Ja, passt schon. Ja. Hi Tower, grüß dich. So, die Bahn ist auch wieder da. Der Teufel ist da. Mr. Gaming ist da. Blue Dragon. Hast du dir so einen speziellen Anflug ausgesucht? Nee, habe ich nicht, weil der wollte mich dann irgendwie. Ich habe mich zu doof angestellt. Weil du vor dem Flughafen so viele Wegpunkte hast. Kann sein, dass ich da irgendwas eingestellt habe. Aber mal, ich gucke mal. Ach, der fliegt hier so eine komische Dings hier. Ja, der fliegt hier so einen komischen Bogen. Weiß ich auch nicht, warum ich das gemacht habe. Toni, warum sehe ich denn dich nicht mehr? Tja, das ist die Frage aller Fragen. Siehst du mich noch? Ja, dann hast du eine Star rein. So ein Thunder Terminal Crowd. Oh, wahrscheinlich. Ja, du bist also von mir aus rechts neben mir. Also du bist denn, also ich bin links neben dir. Also hast du den Namen eingeblendet, ne? Ja, ja. Wie habe ich nochmal den Namen eingeblendet? Option. Da hast du nicht den Dings halt. Allgemein. Du hast den Kameramodus geändert. Allgemein, sondern Verkehr. Verkehr. Und jetzt? Ein. Speichern. Ah ja, nee, das ist Toni nicht. Das ist er auch nicht. Aber ich wollte eigentlich nur, dass man die Freundin sieht. Oder die aus der Gruppe. Das kannst du, glaube ich, nur vorne machen, ne? Ja, ganz am Anfang, ja. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht unter Verkehr noch einstellen kannst. Ach, hier unten ist Toni. Du bist ja ein Tiefflieger. 7600, wie gesagt. Ich bin jetzt bei 13.000. So, wir gucken mal raus hier. Wo ist er denn? Da unten fliegt er. Ja, sehen tue ich dich nicht mehr. Ich sehe nur deinen Namen. Nächstes Mal stelle ich das ein, dass man nur Gruppenmitglieder sieht. Das ist ja blöd, wenn ich jetzt die ganzen anderen Kosmonauten hier sehe. Das würde ich eigentlich nicht sehen. Ah, lassen wir es einfach mal, ne? So.
Wie viel habe ich schon verpasst? Auf jeden Fall den Start. Den habt ihr definitiv, wer jetzt eingeschaltet hat, verpasst. Hm. Ja, Tankklappe ist auf jeden Fall nicht offen. Der Polle ist auch da. Fluglehrer Pappnase ist da. Oh. Ah, guck mal hier. Also, Toni, wenn da ein Kampfflieger mal irgendwann am Start ist, dann kannst du einen Kampfflieger nehmen. Mach ich. Dann fliegen wir mit der F-18 mal hier lang. Jetzt mal eine Frage an die Community. Habt ihr schon irgendwelche schönen Flugzeugmods gesehen? Also ich irgendwie noch nicht so richtig. Alles nope. Noch. Ja, hast du schon? Nee, habe ich noch nicht. Nur irgendwie ein so ein Propellerflugzeug, so eine. Ja. Ahnung. Da vom A320 angeblich eine bessere Version. Also, Version. Falls ihr dann irgendwann mal seht, dann müsst ihr mich mal informieren. Was für ein Spiel ist das? Steht auch drin. Das ist der, Eurotruck Simulator der Lüfte. Also, ich fliege, ich nehme die Maus, ich nehme meinen Flightstick. Hier ganz einfachen Billion Flight Stick, reicht zu. Und dann noch hier Xbox Controller. Ja, da kann man halt die Kamera schön bewegen, oder das ist halt, manchmal ist der gar nicht so schlecht, den zu nehmen. Aber es würde auch reichen, mit einem Xbox Controller zu fliegen. Dieses Spiel ist ausgelegt, ja, für mich, Idiotenmodus, oder es können natürlich auch Leute diesen fliegen, die noch höhere Anspruch haben. Aber ich habe gehört, da sind gerade Spieler, die zum Beispiel mit X-Plane oder so unterwegs sind, dass sie irgendwie noch ein bisschen heftiger sein. Warte mal, wir gehen mal ins Cockpit. Nicht ins Cockpit, sondern wir gehen mal hier in... Langweilig. Langweilig. Wo haben wir denn die Kamera hier außen? Ganz kurz mal. Haha! Ich fliege immer höher. Ja, ich will auf 25.000 Fuß. Ach, die Passagiere. Die mitkommen, sind alles Dummies. Die beklagen sich auf jeden Fall nicht. Boah, wie der Flieger immer so hin und her wackelt. Schade, dass man sich hier nicht... Oh! Prank! Danke für dein Abo! Supi! Also, die sind mit über 500 Leuten dran, den A320 zu modden. Ach! Super peinlich schreibt das gerade. Also, da schreibt schon einer. Also, ich finde es cool, wenn eine Mod-Community hier auch ein bisschen ja, Banane macht und da schöne Mods, aber die sollten auch so sein, dass auch Anfänger die fliegen können. Weil nicht alle Funktionen hier beim A320 kann man nutzen. Und man kann jetzt auch nicht von drinnen irgendwie gucken, oder man sieht jetzt hier. Ja. Einfach so, dass man sitzen kann im Flieger und dann einfach mal so die Kamera so hin und her schwenken. Ne? Das wäre eigentlich auch cool. Ja, und warum macht man hier nicht einfach einen Co-Piloten rein? Ist doch. Ja, von außen. Ja, was willst du denn auch sehen? Ja, ich will sehen, dass man, dass hier noch meine Olga sitzt, die ich hier hingesetzt habe. So, was sind denn eigentlich das hier? Was ist denn das? Ja, mit Frauen an Bord ist das immer ein bisschen schwierig. Scheibenwischer. Dieses ist alles jetzt Hilfstriebwerk, Generator. Das ist wahrscheinlich, um die Stromversorgung erstmal anzumachen. Wie gesagt, ich habe hier gar keine Ahnung. Gibt es nicht hier eine Möglichkeit, hier die Knöpfe irgendwie hier so durchzugehen? Die einzelnen Sichtpunkte hier, dass man jetzt nur dieses Steuergerät jetzt sieht? Wie meinst du das? Naja, Steuergerät. Naja, dass ich, also bei Aeroflight war es glaube ich so, dass ich dann einen Knopf drücken konnte und dann hat er hier hingeschaltet.
oder hat auf dem Bereich geschaltet oder hat hier oben an der Decke das alles, wo ich das besser sehe. Jetzt sehe ich das ja aus meiner Ach, ja. Du meinst die Kamera, das ziehe ich. Ja, ja. Auf die Position. Ja, das gibt's. Ja, das doch, das gibt's. Also ich kann jetzt nur bei meinem Flightstick hier oben hat er ja so ein Nippel hier und dann kann ich hier so ein bisschen drücken und dann geht er vor, zurück und so. Nee, das gibt's tatsächlich. Dass du bestimmte Instrumentenbereiche. Das gibt. Ich soll von Zürich nach. Was, wo ist denn das? Nach Lugano fliegen. Lugano, ist das Italien? Ich weiß es jetzt nicht. Also wenn wir gelandet sind, können wir uns gerne dann nochmal, ich werde, wenn alles gut geht, Samstag nochmal eine Tour machen. Und jetzt wäre natürlich die Frage, wo wir denn fliegen oder mit was für einer Maschine oder welche Lackierung, ja? Das können wir alles dann nochmal durchexerzieren. So, erstmal gucken, wo ist Toni jetzt hier? Ach, hier unter mir ist er. Ich schreibe mir schon Tasten 1 bis 9, oder? Oh, 1? Steuerung und Zahlentasten. Steuerung und Zahlen. Ach, da muss ich halten. Ah! Joko! Steuerung, danke! Kuss geht raus! Ah! War mal das. Ah! Das ist die 5. Das ist die 6. Aber sowas von. Toni würde sagen, das fühle ich. Oh, ist Toni auf diesem das fühle ich Trip? Na, ich fühle es auch. Wir fühlen das alle. So. Lügt. Lügenpresse! Ich habe auch gesehen, Freunde der untergehenden Nacht, dass die CML auch unter die Flieger gegangen sind. Ne? Könnt ihr mal gucken bei Instagram, könnt ihr mal folgen. Da sind die nämlich auch am Fliegen. Wir werden mal jetzt hier ein bisschen einstellen hier. Uni, wisst ihr jetzt, wo das ist mit den Landeklappen, mit den Flaps? Nö. Dann gucke mal in Stream. Das ist, wenn du drücke mal String 6. Der Steuerung. Meine ich doch. Steuerung 6. Ja? Mach Steuerung 7. Und dann siehst du auf der rechten Seite so einen Hebel Flaps. Siehst du das? Ja. Genau. Und die müssten ganz nach vorne sein. Und wenn du landest, musst du auch voll machen. Und beim Starten 1. Ja, hab ich doch. Na, ist doch gut. Da hast du alles richtig gemacht. Da wüsste ich doch. Na, du bist ein richtiger Held. Ja, sicher. Aber, druschbar. Ja, wie fliegen ist wie du. Du machst wieder Autopiloten fliegen hier. Aber nein. Wie hoch bin ich denn jetzt? Ich bin jetzt auf Höhe von 25. Lecko. Guck mal, Toni, das ist ja unser Wasser, wo wir tauchen waren. Quatsch. Das ist das Rote Meer, du Ei. Ja, aber nicht da, du Dödel. Ey, da haben wir Moränen gesehen. So eine Oschis. Ich kann's nicht zeigen. Ich geh mal weiter weg. Die waren jetzt, so riesig. Pack aber nicht das Ding aus. Aber der war noch viel, viel größer, sag ich euch, meine Freunde. Die Moräne, ja, da hast du recht, ja. Die Moräne. Aber in der Nase. Du musst den Flight Director anmachen, nicht das Landesystem. Was soll ich gerade machen? Hier war Cockpit und dann beim Autopiloten, wo FD steht. Links. FD, das ILS-Information ausschalten, ja, oder was? Ja, das brauchst du gerade nicht. Ja, ich hab's nicht angeschalten. Ich muss FD anschalten, nicht LS. Ja, FD muss immer. Ja, aber LS geht nicht raus. Was? Ja, ich drück rum. Ist ein Bug. Was hast du gemacht? Ja, nix. Ja gut, ich bin losgeflogen und da haben sie gesagt, warte mal, da ist doch ein Techniker.
Ja, aber dann saß er auf dem Reifen und hat gesagt, naja, wie soll ich dich reinkriegen? Ich habe jetzt Starterlaubnis, muss jetzt los. Bruder. Ja, Mo. Ich dann einfach auf G gedrückt, dass das Fahrwerk rein und jetzt sitzt er da unten. Ja, ich habe eine Heizdecke runtergeschmissen, frieren tut er nicht. So, und deswegen, der hat da nämlich ein bisschen Sabotage gemacht am Flieger. Die Rotznase. Ja, das ist an. Töten wird sich wohl nicht. Außerdem, ich flieg jetzt mit Egypt Airlines. Die kommen immer runter. Also, was wollt ihr? Ah, okay. Direkt mal suchen, abstürzt von Egypt Line. Ja, seit wann ist das letzte Mal ein Flieger abgestürzt bei Egypt? Das kann ja noch ein Weiche, das ist bestimmt ein Weilchen her, ne? So, Was? Dann kann ich zoomen? Dann kann ich zoomen. Warte mal, wie viele Meilen bin ich jetzt noch weg? Ich bin jetzt nach ich muss langsam. Ich gehe mal ein bisschen auf 20. Ich muss langsam runter. So. Ja. Mach da. Ja, mal gucken, wo Toni ist. Oh Gott. Toni! Wo bist du eigentlich? Ich seh dich gar nicht. Ich bin über dir und weit vor dir. Weil hier oben, hier oben habe ich weniger Widerstand. Ist da Luftwiderstand? Oh, kenn ich. Ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet. Guck mal, freihändig. Was ist das? Ich glaube, wenn du so und so viel Meilen mit Autopilot fliegst. Ach so. Oh Gott, wieso du fliegst Autopilot? Ja, wie soll ich denn sonst fliegen? Knüppel in der Hand, kennst du sonst doch auch. Ja, wer fliegt denn so? Das ist ja so, wenn ich Auto fahre und selber schalte. Hä? Wer macht denn das? Ja. Ich? Ja. War ich doch. Das nennt sie das Tote Meer. Ach so, das Tote Meer, nicht das Rote Meer. Na, da war es was anderes, woran ich gedacht habe. Boah. Da wärst du ein richtiger Kapitän. So. Nee, Henning, ich weiß nicht, was du gesehen hast. Geht da draußen schon wieder meine Alarmanlage vom Auto? Irgendwie springt die Mann. Also ich muss ja sagen, ich habe jetzt so ein bisschen Angst. Das geht jetzt langsam zum Landen. Was? Naja, ich bin jetzt. Ich bin ja noch höher wie du. Wie hast du noch? Ich habe noch. Ich habe 90. 128. Ich habe 90 nautische Meilen. Hm? Wie viele Meilen bist du? 90 bis zum nächsten Wegpunkt. Bis zum nächsten Wegpunkt, ja, deswegen. Ja, und jetzt bin ich auf Höhe 20. 1000. Werde ich langsam mal. Ich fliege hier so ein. Unten so eine kleine Kurve. Ist ein bisschen doof, aber. Ist ich, was ich hier gemacht habe. Ich fliege mit. Das sind diese speziellen Anflugrouten. Naja, ich weiß nicht, was ich eigentlich. Eigentlich wollte ich gleich hier vorne gleich Rhabarber machen, aber die Barbara ist schon wieder nicht da. Okay, 60 Meilen vom Weg zu den Sinkflug gehen. Gut, Mai. Ist ja noch ein bisschen Zeit. So. Na, da hast du auf jeden Fall ordentlich dir was vorgenommen. Von Bordeaux nach Seattle fliegen. Da hast du wohl eine Nachtschicht eingelegt. Oder legst du jetzt eine Nachtschicht ein, ne? Kann man deine Nachrichten überhaupt lesen? Ja, kann man. So. Toni, du siehst mich gleich. Das wäre eigentlich noch interessant zu sehen, nicht wie hoch du bist, sondern wie weit du noch weg bist von mir. Das.
20.000 Fuß, Alter. Meine Güte. Ach, guck mal, El Yoko macht auch diesen Erfolg. Fliegt von Bordeaux nach Seattle. Ja, ja. Das habe ich mir auch gefunden. Auch vorgenommen. Also das ist irgendwie ein 9-Stunden-Flug. Ja. Wie soll das laufen? Naja. Du startest, wenn du Autopilot anhast, gehst du auf Toilette und wenn du wiederkommst, dann kannst du landen. Jetzt muss man wirklich 9 Stunden da laufen lassen? Ja. Ja, doch, ich glaube, aber du kannst die Simulationsgeschwindigkeit beschleunigen. Und wie lange geht das dann? Je nachdem, was du einstellst. Ja, was kannst du denn da an? Zeitraffer halt. Du kannst die Geschwindigkeit auf mal 2, mal 4, mal 8 und so weiter stellen. Ah, geht das jetzt hier hoch? Ja. Wo geht denn das? Bei Wetter, ne? Oder nee? Musst du nach Steuerung gucken. Ich habe mir das extra belegt mit der Taste R und dann auf der 10er-Tastatur Plus oder Minus. Ah, warte mal. Checkliste. Grundlegende Steuerung. Was interessiert mich? KI? Brauchen wir nicht. Nein, muss das unter Steuerung einstellen. Ach so, nee, machen wir jetzt nicht. Aber das wäre doch mal was, wenn ich mal zu tun habe, hau ich da einfach mal einen Livestream an und lass den einfach mal fliegen und ihr könnt zugucken. Mach doch. So. Aha, aha, aha. Naja, müssen wir mal schauen. Aber ganz ehrlich, wer guckt sich das an? 9 Stunden guckt niemand. Das guckt sich jeder an. Ich seh jetzt gar nicht mehr Toni. Jetzt mal sehen. Ach so. Oh. Verdammt. Ich habe was eingestellt hier. Ich muss hier auf... Bin aus Versehen draufgekommen. Also... Oh, ich muss... auf welche Höhe soll ich gehen? 5000 oder so. Warte, ich schau. Ja, ich habe jetzt 5000 würde ich erstmal einstellen. Ich habe 5000 eingestellt. Er geht jetzt langsam in den Sinkflug. Und dann, Toni, gehen wir dann tauchen? Nee. Schnorcheln? Nee. Blubbern? Saufi. Ja, schön Cocktail. Erst essen wir schön. Wir wissen, erstmal alles draufschmeißen wieder auf den Teller. Und dann fressen und sagen, uiuiui, mir tut der Bauch weh. Aber ich sag dir ehrlich, wenn die wieder in der Nacht Musik machen und ich kann nicht in Ruhe schlafen, dann gehe ich runter und knall die aufs Maul. Ja, sollte das nochmal so weit kommen, einfach ein anderes Zimmer nehmen. Naja, das ist ja eigentlich cool gewesen, das Zimmer. Du konntest ja richtig schön auf den Innenhof da gucken, auf den ganzen Schrutz, weißt du? Aber wie der Kommandant war... Welcher Kommandant? Der Kommandant, der über den ganzen Platz gucken kann. Ja. Ich bin dann früh raus mit meinem Mantel. Mit Da hatte ich aber noch nicht so ein Gefechtshelm offen. Den hätte ich mitnehmen müssen, weißt du? So ein Hut. Und der Dödel war draußen, wa? Und dann hängt der Dödel raus und dann stehe ich da. So wie hieß er nochmal? Napoleon Bonaparte. Na, mein Fußvolk. Guckt, wo ich hier bin. Grüße euch alle. So, bringt mir das Abendmahl. So, das wäre doch was gewesen. So, weiter geht's. Ah, gucke mal. Weit. Ogara, ich komme. Auf welcher Bahn willst du landen? Sehe ich das hier irgendwo? H-E-G-N. Ach nee, warte mal. H-E-G-N. Das ist der Flughafen. Sehe ich aber nicht weiter. Warte mal, kann ich hier noch irgendwas einstellen? Ja, du kannst an diesem kleinen Flugmanagement-Computer gucken. Ach so, ich gehe mal rein. Warte mal, es ist doch hier, ne?
Nee, das ist die falsche Taste. Hier. Hier steht 4M. Nee. Doch, 4MAY. Ist es das? 4MAY. Strich 4J. Ach so, nee, das ist das Datum des Navigationscycles. Also soll ich wieder auf die Datenbank ist. Also drück mal auf dieses RadNav. Vielleicht ist da die LS schon ein. RadNav, genau. Da steht noch nichts drin. Das ist doch hier bei Selected oder so, ne? Oder steht das darüber auf 320? Da steht ILS und das müsste direkt ILS stehen. ILS. Ach, da muss ich wahrscheinlich wieder hoch und runter scrollen, wa? Nee, geht nicht. Nee, steht nicht drin. Warte mal, bis die Stelle kommt. Oder habe ich hier. Ach nee, RadNav. Ach so, nee, du musst RadNav. Ja, ich habe falsch gedrückt. Nee, da steht nichts drin. ILS steht noch nicht drin. Soll ich mal ILS reingeben? Nee, drück mal F. F-PLN. F. Ach so, ja. Ja, hab ich. Jetzt steht hier GN 612. Ist in grün. Ich warte. Ja, ich hab wieder lange Ding. Genau, Hauptsache Bier. Ja, bei den Sachen. Ich musste heute noch ein bisschen was gucken, wegen den Frame Drops und alles sowas. So müsstest du jetzt sehen. Ja. Scroll mal, drück mal den Pfeil nach oben. New Follower! Erik! Danke für dein Abo. So, wie weit soll ich denn das nach oben drücken? End of Planes oder was? Ja, das klingt schon mal richtig. Ach, was ist hier? Ach, das scrollt dann komplett nochmal so durch. Ah ja, ich mach mal wieder hier raus hier. So. Ach, hinter mir ist Toni! Du bist ja immer noch über 7000. Jupp. Du bist ja höher wie ich. Ja, bin halt immer über dir. Erzähl doch keine Soße. Der aktuelle Wegpunkt, glaub, ist das Grüne. Ich glaube, du wirst auf der 34 landen. Ja, und jetzt? Was heißt das? Danke für dein Abo. Lucio. Luis meine ich. Was? Nee. So, ich muss eigentlich einfach. Ach, ist ja egal. Wir landen schon irgendwie. Wir machen diesen komischen Wegpunkt und landen halt. Oh, das sieht aber auch echt geil aus. Aber überleg mal, wenn ihr wohnt, ist alles nur Wüste. Hier sind so eine Berge. Ich hab keinen Bock da wohnen. Ach so, genau. Ich wollte wissen, ab welcher Höhe du anfliegst. Also, ich würde an deiner Stelle mit 3000 anfliegen. Bei den nächsten Wegpunkt, meinst du? Ja, nee, wenn du wirklich Landeanflug und ausgerichtet auf der Bahn bist. Oh, warte mal. Ich bin ja jetzt unter 10.000. Da will er ja nicht 250 fliegen. Das habe ich jetzt auf 240 gemacht. Geschwindigkeit. Ja. Oh. Aber ich finde es doof, dass man das Trimmungsrad, dass das in den anderen Maschinen nicht automatisch ist, also bei Boeing. Ich weiß nicht, ob die 787 das mittlerweile Fly-by-Wire hat. Also, jetzt mal an die Fachleute draußen. Hat die, was haben wir? Wir haben noch die 777 hier im Spiel, oder? Nein, die 747 und die 787. Die 787 würde ich gerne mal fliegen. Hat die schon Fly-by-Wire? Ich kann auch per Funk die Landebahn wechseln. Ey, das wäre doch noch viel besser. Wie mache ich denn das? Nochmal was? Bei Funk kann ich die Landebahn wechseln, schreibt hier Joko. Kurz, ist ja geschrieben. Siehst du? Oder? Ach so, kannst auch per Funk die Landebahn der ILS
Genau, das ist ja, aber der hat eine Anflugroute. Und der hat einen Star bei sich eingegeben. Und wenn der jetzt irgendwie peu à peu sich irgendwie eine Landebahn aussucht, dann passt das mit der Anflugroute nicht. Wir lassen das jetzt. Wir können aber nachher nochmal gucken, ausprobieren, wie es nochmal geht, eine kleine Route. Also ich, meine kleine Maschine und dann von Tegel nach Schönewelt fliegen. Ja, da können wir mal gucken, ob wir da eine richtige Route einstellen können. Ja, geh mal ganz kurz ins Cockpit, vielleicht kann ich irgendwie sehen. In welche Richtung die Landebahn sein könnte. Es sind ja zwei Landebahnen da. Und. Genau, aber die gehen beide in dieselbe Richtung. Ja, ich glaube, die mehr zum Wasser geht, die lange. Habe ich, glaube ich, ausgewählt. Die Richtung Wasser geht. Ja, ja. Oh, das sagt mir jetzt überhaupt nicht, weil. Die Bahn ist eigentlich parallel zum Wasser, sag ich mal. Warte mal, haben wir nicht noch irgendwie was anderes hier? Warte mal, was ist denn das hier? Treibstoff? Interessiert mich nicht. Oder geh mal in die Navigation, also oben. Ja, der Navigation, bin ich ja schon drin. Ah, okay. Jetzt bin ich da drin. Distanz. Hier steht irgendwas mit ETE 2516, aber das scheint. Ja, das ist die Zeit. Du fliegst Richtung 140. Ach, was ist ich? 7 Grad hier sowieso. Ach, was ist ich? Ach, Leco Mio Esperanto. Ist doch völlig egal. Wir werden das Ding schon irgendwo versenken. Toni! Das wirst du ganz sicher, ja. Toni, wehe, du machst wieder mit dem Idiotenmodus hier, landest da. Mein ich. Nein, du kriegst Rösche, ich sehe das. Wie du willst. Ja. Also hier sind schon ein paar Flieger hier vor mir. Ah, wie viel haben wir bis zum nächsten Wegpunkt? Also 20 Nautische schon meilen bis zum... Oh, es wird langsam spannend, meine Freunde! Ich soll die IFR... Ach, hör auf, ey. Ihr bringt mich jetzt komplett durcheinander. Warte mal. Ja, aber das wäre halt eben schon cool, wenn man das wüsste, Maximus. Wenn du dir halt eben wirklich anguckst, oder die Route plant. Dieser HGD, ist das ein Wegpunkt von dir? Ja, dein nächster Weg, oder siehst doch. Warte mal. Also der nächste Wegpunkt ist SOKOT. Ja, aber stand da nicht eben auch HGD als Wegpunkt? Warte mal, da muss ich ins Cockpit gehen. Kann ich nie weiter ranzoomen hier? Warte mal. Das ist wahrscheinlich hier dieses andere Ding hier. HEGN, das ist dann halt, das ist der Flughafen, aber wie gesagt, ich fliege jetzt sehr doof an. Warum? Weiß ich auch nicht. Wir gehen einfach mal davon aus, das sind die Luftverhältnisse. Ich hätte auch hier anfliegen können. Also ich glaube, es ist halt blöd, dass hier nicht angezeigt wird, wie nochmal die Landebahnen sind. Eine Landebahn war so und eine war ein bisschen so schräg. Und glaube, die hier, mehr zum Wasser, die nehme ich. Aber werden wir ja sehen, wir werden schon runterkommen. Ey, hier ist so viel Sand. Ja, hier brauchen wir nicht mal das Fahrwerk ausfahren. Wir schlittern einfach hier über die Dinger hier. Oh, hier ist das so glatt alles. Ja? Nur wo ich rüberfliege, hier über die Felsformation. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Da wir ein paar Geländereifen drauf machen, da geht das schon alles. Ich war Toni! Jo. So machen wir das. Wir haben ja schließlich schon eine ganze Erfahrung gesammelt hier mit unseren Snowrunner, ne? So. Krokodile füttern? Ach Quatsch, good boy. Das wird alles. Wie war es? Frischluft? Soll ich das Fenster aufmachen oder was? Also wenn man hier jetzt... Gibt es eigentlich auch Möglichkeiten, hier einzuspielen, dass man einen Triebwerksschaden hat? Ja. Und wie ist das? Geht dann das Triebwerk aus oder brennt es eventuell? Es gibt... Also es entsteht Rauch eigentlich.
eine ganz, also beim kleinen Flugzeug habe ich das mal ausprobiert, da ist, siehst du, ganz klein so eine Flamme. Aber ansonsten ist es so leichter Rauch, der da rauskommt. Ja. Sandy, ich verstehe nur Flughafen. Ey, ich verstehe Flughafen und Bahnhof zusammen. Also nix. So, Manuel, grüß dich. Das kann man simulieren lassen. Hightower schreibt doch gerade. Also ich würde ja... Ich habe jetzt mal eine andere Sache. Ich sehe, ich habe mir mal ein paar Videos angeguckt von anderen, die landen irgendwo und gehen nicht kaputt. Bei mir, ich lande und da hoppelt da ein bisschen, abgestürzt. Kann man ja, das irgendwie... Was landen die? War es mit einem Flugzeug? Ach so, ja, du kannst einstellen, ob du kaputt gehst oder nicht. Ja, ja, wo mache ich das? Escape und dann Unterstützung. Unterstützung. Und wo? Ich bin leider nicht im Spiel gerade drin. Ausfälle und Schäden. Aktiv. Triebwerksüberlastungsschaden deaktiviert. Ach komm, machen wir mal aktiv. Was ist denn? Kollisionsschaden. Machen wir mal deaktivieren. Flugzeug, Überlastungsschaden. Lassen ja, wir das machen. Ist Kollisionsschaden, war es. Ja, dann lassen wir's. Wir machen mal Triebwerksschaden, machen wir auch mal. Und dann, wo kann ich hier noch mehr Sache? Wieso, du hast doch jetzt Kollisionsschaden. Nee, Kollisionsschaden. Ich habe jetzt, dass er zum Beispiel im Vogelschlag kommt oder so. Das musst du, wenn du die Route auswählst, musst du einstellen. Oh, Anwendung speichern. Der Vereisungseffekt, ich sehe das gerade, der ist richtig geil. Echt? Wo? Was habe ich da drinne? Ja gut, ich bin jetzt in der Wüste. Das können wir nachher einstellen. Ich kann jedes Instrument ausfallen lassen. Ja, ich will ja mal so, dass hier, weiß ich, da kommt so ein Pegasus. Der fliegt hier durch die Gegend und knallt mir voll ins Triebwerk. So richtig, boah, die andere Seite. Boah. Hier. Oh, lo, lo, lo. Ich bin ein Vogel. Ja? Warte mal, muss ich ein bisschen. Dass ihr das besser. Seht ihr. Wo ist denn die Hand? Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Toni hat gesagt, ich soll das so machen. Nicht so nah ans Triebwerk gehen! Sonst wird dein Gesicht. Toni! So ein Ding an der Waffe, ey, wirklich. Das ist die Mütze, die macht mich blöde im Kopf. Das machst du schon vorher. Ich muss die Mütze absetzen mal. Ah. Und jetzt könnt ihr mal reinschreiben, mit Mütze oder ohne Mütze. Außerdem, ja? Für alle, die einen Daumen nach unten gemacht haben, ihr könnt nach Hause gehen. Mit euch will ich nicht landen. Ach Mann, wir müssen wieder. Wir müssen mal ringen ins Cockpit. Also ich bin jetzt... Was quatschen die denn hier? Ich bin über 5000? Oh, warte mal, ich muss mal hier einstellen. Ich bin gleich bei GN 611. Und ich weiß nicht, ja, wir könnten ja noch ein bisschen weiter runter gehen. Oh. So. Nächster Wegpunkt in 5 nautischen Meilen. Ey, das ist ja eine komplette Kurve, die wir jetzt fliegen, denn. Ja? Ach du, das ist ja richtig schwer. Und du musst es verkacken. Warum? Da vorne ist ja der Flughafen. Ich kann doch gleich die Olga so rein donnern. Nein. Ey, warum muss ich jetzt eine Kurve fliegen? Ah, okay, ich sehe gerade. Sokot und GN 611 bist du, ne? Ja, ja, ja. Ja, das ist... Du willst auf der 34 landen. Entweder rechts oder links. Wo sind wir denn gelandet, Toni? Auch so gekommen.
auch aber Kurve der hat gedreht. Aber der hat nichts. Hat der auch so eine Kurve gedreht, der Ochse? Ja, ja, ja. Oh, er dreht. Ey, sag mal, wo waren wir eigentlich in Urlaub? Wo waren das hier? Keine Ahnung. War das hier schon? Wo wir rumgetaucht sind? Nee. Oder war das weiter Richtung Süden vom Flughafen? Ach du Scheiße! Oh, guck mal hier die Berge an. Toni, wo bist du? Noch lange nicht so weit. Du musst mir die Hand halten. Ja, du bist aber schon schweißige Pfoten. Hab ich gar nicht, Mensch. Ah. Da vorne ist der Flughafen Olaco Mio Esperanto. Da ist sogar noch ein Schlachtschiff. Also mit Mütze. So, die 100 Daumen haben wir geschafft, meine Freunde. Supi. Der Chan ist auch da. Juhu. Oh, jetzt wird's spannend. Nochmal bei deinem Flugcomputer, bei RATNAV, der jetzt Frequenz sein. Wie was? Dein kleiner Flugcomputer neben dem Knie. Ja, ja. Da auf RATNAV. Ja, was ist da? Da steht nichts drinne. RATNAV ist nichts. ILS steht nichts drinne, es ist leer. Egal, wir haben da eingeschalten, dass wir einen Schaden haben. Egal. Egal. So, dann stell da mal 110.3 ein. Oh, Junge. Falscher Knopf. Falscher Knopf. So, 100? 110.3. Punkt 3. Und jetzt? Auf... wie übernehme ich? Auf das Feld klicken, auf den Knopf daneben. Hä? Ach so. Ja, ja, habe ich. Gut. Oh, der macht eine Drehung. Oh, ich muss Landeklappen rausfahren. Ich muss Fahrwerk rausholen. Aber erst musst du auf unter 200. Geh mal, stell mal irgendwie, keine Ahnung, 180 ein. Oh ja, ich hab schon gemerkt. Oh. Mensch, das Kinder hier. Ach ja, jetzt reicht's zu. Ich mache hier eine absolut bekloppte Anflugsdingsbums-Druschbar. Ich bin zu hoch. Was du denn so? Wenn du abstürzen wirst. Halt die Klappe! Wo ist die Handbremse? Alte 4. Wo bist du denn? Ey, weiß ich doch nicht, warum der hier so bescheuert fliegt. Der fliegt jetzt komplett anders. Ich sag dir, ist ein Bug. Hä? Wo haut denn der mich hin jetzt, die Olga? Hä? Hä? Lol. Wieso hat denn der auf einmal so ein Scheiße gemacht? Ja, weil du mir irgendwas eingegeben hast hier. Hat damit nichts zu tun. So, warte mal, wie schnell bin ich denn? Ah ja, Fahrwerk raus, wir schaffen's. Pass auf, was mach ich jetzt? Vielleicht kann der El Yoko mal sagen, was da gerade passiert. Ja, brauchen wir nicht. Wir landen jetzt, die Kiste. Hab alles ausgeschalten. Oh Gott. Ja, aber du merkst schon, dass du gerade schräg auf den Flughafen und die Bahn zuckst. Ja, ich wollte ja einen Überflug machen. Ah ja. Ah, warum kommt denn der jetzt so bekloppt rein hier? Mach dir erstmal alles aus, Alter. Läuft bei dir. Ach, hier unten ist ohne Landebahn gewesen. Den Schubregler, den darfst du übrigens nur bis zum ersten Klacken nach vorne bewegen. Wenn du darüber hinaus gehst, macht der diesen Autothrust wieder an.
Oh Gott, das wird doch nicht, das wird doch nicht. 200. Ja, macht er ja gerade. Ja, aber wir haben doch nur die, Yoko, wir haben doch nur die Dings eingestellt. Die ILS-Frequenz. Oh Gott, Bengel, warum bist du so ruhig? Gott. Bremse! Baby, one more time! Baby, one more time! Handbremse rein! Scheißegal, wir rauschen jetzt alles kaputt hier. Lago mio, Esperanto! Da 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 da! Ah. Ihr Scheißer! Habt das Ding unten! Still doch nicht, Alter. Ah. Durchbar! So, durchstarten. Ich komme, Bengel, ich komme. Ja, ich will ja gucken. Hm. Warte mal. Menschenskinder. Mann, wo geht denn die Scheiße? Siehst du mich? Mann, warum ist denn diese scheiß Drohnenkamera hier wieder? Pisse. Ja. Mensch, die scheiß Drecksnamen hier überall. Wo kommst du denn? Ey, wie hoch bist du denn, du Ei? 3000. Ja. Ey, du machst ja eine Sarajevo-Landung. Junge, das wird richtig geil sein. Pass mal auf, Junge. Da kommst du. Ausfahren, nicht einfahren. Da kommst du! Alter, du kommst ja runter wie ein Bomber! Ey, Toni, hier hinten stehe ich! Wow! Hupala! Hupala! Toni! Hier unten stehe ich! Wenn du noch immer machst, springst du über mich rüber! Du bist der Flipper, Junge, du bist. Du bist der Flipper, Junge, was machst du für eine Scheiße? Alter. Ja, machst du Handbremse rein. Was ist los, locker, ja. Alles klar, Toni. Guck, ich den nehme dir, er läuft. Ja, er läuft, Junge. Also, pass auf, wir machen jetzt noch eine Sache. Wir machen einfach nochmal einen Start. Wir werden dann wenden auf der Hochachse und gleich nochmal landen. Einfach mal so, weil wir es können. So, war mal hier. Oh, war ich gut, Alter. Läuft bei mir. Was ist denn das eigentlich jetzt vom Weg hier? Hier kann ich doch starten, oder? Hier auf der Piste. Was? Na hier. Hier gleich, ich gebe mir gleich mal Schubrakete. Da mache ich eine kleine Wendung und dann landen wir wieder. Und dann suchen wir uns einen Flieger aus. Wie so ein Flummi. Auf jeden Fall, Toni, du hast die beste Landung hingelegt. Na, weiß ich doch. So, warte mal. Bei 100. Oh, Mama. Die ist ja nicht. Was haben die denn hier? Haben die Wasserwagengewichte genommen? Ist alles holprig und poltrig hier. Ja. So, wir machen jetzt gleich nochmal hier einen Überflug hier. Über den Flugplatz. Und dann machen wir hier noch eine schöne Landung hier. Ach, Taxi oder nicht Taxi, wir können überall starten. Wir müssen unsere Fluglizenz wieder erneuern. Darum haben sie gesagt, wir sollen hier mal eine Landung hinlegen. So, wir sind ein bisschen schnell, wir machen mal ein bisschen Schubpakete. So, was hast du gesagt? Ich soll nicht in den roten Bereich kommen, ja?
Nein, du hast an deinem Schubhebel hast du so Position, wenn du den Schubhebel da drüber bewegst, dann klackt das und das hörst du. Ja. Und bei den letzten, also die erste Klackposition, da ist noch alles okay, aber dann die folgenden beiden, da macht er den Autothrust wieder an. Aha. Ah. Also bis CL kannst du den vorbewegen. Ach, deswegen hatte ich immer dieses Problem, wenn ich landen wollte, dass der immer dann auf eben mein Auto Yala gemacht hat. Ja, so, pass auf, wo war noch mal Enteisung? Wo war noch mal Enteisung? War es auch bei Unterstützung? Was ist denn das hier? Ja, war es auch. Unterstützung und dann Pilotensteuerung, Flugzeugsysteme, Ausfälle, ja, bestimmt, ne? Ja. Vereisungseffekt. Nur visuell. Ein, komm, zack. Wir wollen es richtig haben. Oh, hier unten ist ja, hier ist ja ein Tanker. Toni, der war bei uns im Urlaub nicht so. Ey, aber dann müssten wir doch eigentlich unser Hotel hier auch finden. Toni. Ja, ja. Oh, ist denn jetzt eigentlich... Oh, ich hab Fahrwerk falscherweise wieder ausgefahren. Wo war denn eigentlich nochmal die Luftbremse? Was ist das für ein Knopf hier vorne? Ach so. Es muss hier unten gewesen sein. Ah ja, hier ist das Kamel, was wir uns holen hätten können, wisst ihr? Also, die waren ja sehr nett da in Ägypten. Aber Toni ist halt ein richtiger Rotzlöffel. Ihr müsst euch vorstellen, die rennen da mit den Pferden und mit den Kamelen rum. Und dann kommt der Kameltreiber und fragt dann Toni, naja, wie sieht's denn aus? Wollt ihr mal mit dem Kamel rumreiten? Und Toni, so wie er ist, sagt, ich hab schon das Kamel dabei. Naja. Okay. Also, diesen Rat, ich bin ja 2 Tage früher geflogen, habe ich natürlich von Toni bekommen. Und das habe ich natürlich dann auch zu meinem Besten gegeben. Und das fand meine zum Anfang ganz lustig. Aber ich glaube, beim 3. oder 4. Mal fand die das nicht mehr lustig. Du hättest mir sagen sollen, dass man es nicht übertreiben soll, Toni. Bist du alt genug? Ja, ich vertraue dir. Du hast gesagt, nee. immer in die Olga. Fühlst du, wa? Was ist denn jetzt hier los, Mensch? Also, wir machen jetzt Anflug, danach gehen wir ins Menü, machen nochmal diese kleine Übung. Ich weiß nicht, ob Toni da noch mitmachen will. Ne, ich gehe dann gleich. Machst einen Fisch. Wo ist denn jetzt der Flughafen hier? Ach, hier ist er. Landeklappen raus. Oh Gott, wir kommen auch wieder scheiße an. Mayday, Mayday. Ausfälle jeglicher Kommunikations- und... ach, guck mal, hier! Huch! Da hat mir jener zur Seite gedrückt. So, das wird ja wieder eine klasse Landung. Aber der bricht auf jeden Fall nicht ab. Es ist ja klar, dass Toni dann beim letzten Mal auch landen konnte. Er hat da wahrscheinlich auch Hobby-Galoppi gemacht. Nee. Naja, logisch. Sanft wie in Butter. Also beim letzten Mal. So. Wir landen doch mal! Habe ich das Fahrwerk eigentlich schon draußen? Was macht dein jetzt hier? Geh mal zurück hier! Hilfe! Mann! Mann, der hat dir die Kameraposition jetzt auf Mittelkonsole gemacht. Ich kann... Ach, jetzt. Oh, puh. Mayday, Mayday. Triebwerksausfall. Huh. Ah! Bitch, geh doch mal hoch, du Olga. Wo ist denn jetzt die Landebahn hier schon wieder? 200. Wo fliegst denn du hin, Alter? Naja. Du kriegst es auch irgendwie hin, jede Landung zu verkacken, oder? Nein, das Flugzeug ist schuld. Guck mal, was ist immer.
Ach, da hier drüben ist ja die Landebahn. Seitenwind! Mayday, Mayday, SOS! Flugkapitän Maximus hat leichte Probleme beim Landen! 60, 50, 40. Was ist denn jetzt hier die Scheiße? Huch! Du Bengel, du bist ein Holschi. Ah, Scheiße, ich hab schon wieder zurückgedrückt, ich hab schon wieder zurück, ich hab schon wieder die Automatik drinne. Komm runter mit der Olga. Und dann ziehen wir nochmal los, das ist wie auf so ein Luftkissen. Ah, guck an. Nee, das war ein zu kräftiges Luftkissen. Verdammte Axia. So, normal. Hier drüben haben wir auch noch eine Landebahn. Ey, das kann doch nicht Warzenschwein sein. Junge, ey, gebe ich mir so viel Mühe. Der hat, dummerweise hat er hier dieses... Aber warte mal, wenn ich hier so Looping mache und mich dann wieder so drehe, dann bin ich doch auch wieder komplett da. Ja. Du schaffst das nicht. Ich werde euch. Klar werde ich es schaffen. So, warte mal. Reicht es jetzt eigentlich? Ja, sag mal, ich habe doch hier diesen Mechaniker mitgenommen im Radkasten. Wo ist denn der? Im Radkasten, so Jens. Der ist, glaube ich, irgendwann mal 25.000 Fuß erfroren. Ah ja, da haben sie wenigstens noch ein bisschen Eis. Was ist denn eigentlich, wenn hier Eis an den Triebwerken, muss ich die dann behitzen oder beheizen oder muss ich damit behitze mal? Nein, das ist einfach, das habe ich einfach bei Kleinmann, diese TBM, dieser Turboprop, der extrem schnell ist bei dem Flugzeug. Das sieht erstens geil aus, wenn die Scheiben zueisen. Und du hast an den Flügeln dieses Enteisungssystem, das pulsiert so und dann bricht das Eis ab. Das ist ziemlich cool. Warte mal. Ja. 400. 300. Oh. Mensch, geh doch mal. Hier startet jener. Der wollte mich erschießen! Abfliegen! Raketenschlag! Ja. Oh, you baby! Warum es hier keine Wiederholung gibt. Ja, war scheiße. Wir sind aber trotzdem runtergekommen. Also Anflug, der Anflug ist das Problem. Ich habe aber jetzt gemerkt, man muss den... Das Problem, was ich immer hatte, ist wirklich, dass ich den Hebel hier komplett nach hinten gemacht habe und dann wieder nach vorne und dann ist dieses... Wo kommst du denn her, du Ei? Naja, du hast eigentlich ein ganz anderes Problem. Das ist das Problem, dass du dich nie ausrichtest. Ja! So, pass auf. Wir sind angekommen. Wir gehen jetzt ins Hauptmenü. Wir machen jetzt Tegel mit Air Berlin jetzt ganz kurz. Wir werden noch ein bisschen üben und dann überlegen wir uns dabei, wie wir oder welchen Flug wir am Samstag machen. Ah, künstlichen Horizont. Joko, ich bin da raus. Ich bin da sowas von raus hier. Passt auf. Erstens haben wir hier Tegel. Pass auf, Tegel. Ich nehme jetzt einfach hier diese Parkposition. Leg die fest. Und erstmal nehmen wir einen anderen Flieger hier. Das kann ja nicht sein, dass wir eine Lackierung.
Was nehmen wir denn hier Schönes? Mal was anderes, was wir noch nicht hatten. Mal eher Taliban. Du bist nein. So. Landung ist natürlich Berlin, Tempelhof, nee, Schönefeld. Also, Landung festlegen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen wir jetzt auf diese jetzt, der macht ja jetzt diesen Direkt-Dingsbums. Hier landen, rumfliegen und ja, aber wie mache ich das jetzt nochmal? Mit der Route? Ja, ja. Du brauchst zwei Ziele erst. Habe ich schon eingegeben. Dann hast du unter deiner Flugzeugauswahl ja. Hast du so ein Dropdown-Menü. Ja. Da kannst du dir dann auswählen, entweder VFR GPS, VFR VOR oder halt eben IFR, unterer oder oberer Luftraum. Na, ich hab du brauchst jetzt, dann natürlich oberer Luftraum. Ich habe jetzt... Jetzt brauche ich ja keinen oberen Luftraum. So fliegt doch ja nicht. Das ist auch von Tegel nach Schönefeld. Ja, dann im unterer Luftraum. So, unterer Luftraum habe ich jetzt eingegeben. So, und jetzt? Jetzt hast du bei deinem Abflugflughafen und Zielflughafen mehrere Auswahl. Das habe ich. Ja, warte mal. Ja. Oh Gott, was macht der denn hier von Blödsinn? Und dann müsste ich jetzt einfach irgendwie was suchen, was cool ist. Was schön. Ach, ey, der macht ja hier ein Rotz hier. Das ist ja. Und diese Routen, die siehst du dann auf diesen sogenannten Charts, also diesen originalen Flughafenplänen. Ja. Er nimmt da jetzt die andere Landebahn. Das ist scheiße. Ach, ich muss das mit den Dings eingeben. Deswegen hat das nicht funktioniert. Jetzt kommen wir mal her, Olga. Warum will denn der jetzt nicht? Dann fliegt er bis dahin. Ey, ja, das sind ja hier. Ach, wir machen erstmal direkt. Ich will da landen. Ah, nee, beim Landen muss ich. Ach Gott, ja, Für den Start ist es da eigentlich scheißegal, aber für den Landen ist das wichtig. Ja. Alter, was will der denn hier von einer großen Umwege? Hier fliege ich erstmal nach Schönhagen lang und. Das ist ja hier zum Mäusemelken. Hier auch erstmal ein ordentlicher Kosmonauten. Ach, die schöne. Ach, Schönefeld hat ja eine. Das sind ja die Landedings ganz anders ausgerichtet. Deswegen. Boah, ey, dann bist du ja hier raus, ey. Das sind ja richtig doofe Anflugsdinger hier. Ja, die sind nicht sehr übersichtlich in dieser Karte. Automatisch würde er jetzt hier so randonnern und dann hier. Nee, das ist auch kacke. Dann würde ich jetzt hier so einen Bogen fliegen? Ja, das machen wir einfach mal. Wir machen es mal. Aber bevor ich jetzt hier, ich mache erstmal nur Spieler aus der Gruppe, KI. Ach so, nee, die Flieger können drinnen bleiben, aber ich will. Was war nochmal die andere Scheiße hier? Escape? Was denn? Ich wollte jetzt hier auch schon die ganzen Dinger. Ach, scheißegal. Mach ich denn. Also, wie gesagt, wir probieren jetzt nochmal. Du kannst bei deinem Flugzeug. Krieg mal auf dein Flugzeug. Ist zu spät. Also. Ich wollte jetzt. Also Abflug ist, denke ich mal, scheißegal. Aber Landung mit den obersten und untersten. Das ist. Darum habe ich das vorhin nicht gefunden. Und der hat mir irgendwelchen anderen Rotz hier eingestellt. Landeanflug. Ja, wir werden jetzt starten mit der Karre. Ich schalte jetzt erstmal die Namen wieder aus. Weil das ist mir dann zu blöde. KI-Flieger können ja da rumdödeln. Hoffentlich kommt das nochmal irgendwann, dass man nur seine Freundin sieht. Also, ja, nicht mal so mit Gruppe, dass man nur seine Freunde, dass man sagen kann, ey, Jungs, wir treffen uns alle auf dem Heathrow Airport und dann fliegen wir gemeinsam
nach Frankfurt am Main. Sag mal, wo stehe ich denn jetzt hier? Stehe ich hier auf der... Sag mal, wo stehe ich denn jetzt? Ach so, ich dachte, ich stehe irgendwo auf dem Acker. So, warte mal, ich muss erstmal die Namen hier wieder aus. Allgemeines, dann Verkehr aus. Anden. Ja, oh, das sieht ja so schön aus hier. Ach, Air Berlin sieht er wirklich. Guckt euch das mal an, das ist doch. Also mit Air Berlin könnten wir durchaus auch fliegen, ne? So. Ich mach mal die Maschine an. Ach nee. Tangle Clearance Delivery Burr 1123 ready to copy IFR Clearance to Schoenfeld. So, das erste Triebwerk ist an. Der will immer nur eins anmachen bei mir. Ach so, wahrscheinlich muss erst ein Triebwerk angehen, bevor das andere dann angeht, ne? Ja. Im Auto, ach so. Alles klärchen. Wir müssen eigentlich jetzt hier... Ey, was ist denn das für eine Buckelpiste hier in Tegel? Oh. Pushback ist am Start. Oh, schönes Ding. Guck mal hier. Da fährt aber der Pushback ein bisschen falsch hier. Was ist mit dem los? Alter! Was war denn hier vom Fehler? Das war ja wieder... Und ich sehe aus wie eine Propellermaschine. Wieso? Ja, irgendwie hatten wir das auch das Problem, dass nicht immer die Maschine so eingestellt wird. Ihr könnt gerne, also wenn mal denn so ein System kommt, dass man nur die Freunde sieht, dann könnt ihr gerne auch hier Anfragen machen, ne? Über, weiß ich, wie das hier geht, keine Ahnung. Weil das ist ja nicht über Steam. Also ich habe zwar die Steam-Version, aber das geht jetzt nicht über die Steam-Freunde. So. Yo, Baby. Guck mal, da ist Olga. Ah, das sieht aber auch... Das gefällt mir. Hohoho, Baby, ich liebe es. So. Ich glaube, wir müssen erstmal hier so lang fahren. Toni, bist du noch da? Oder hat er schon Fischschimmer? Er ist, glaube ich, schon weg. Aber Pappnase ist noch da, ne? Mhm. So, warte mal, ich mach die Flats mal auf 1 raus. Ich hab schon wieder den falschen Knopf gedrückt, ne? Ja, ich hab falschen Knopf gedrückt. Aber guck mal hier die Buckelpiste an. Also, wie gesagt, das ist jetzt nicht der hochauflösendste Flugplatz hier. Und wir gucken dann mal, wo wir nachher... Toni ist raus. Gut, alles klar. Hier steht Air France, hier steht... Oh, ja, was ist denn das für einer? Hier starten wir ja schon. Ja, wie gesagt, das sind jetzt noch keine handgemachten, aber ist mir jetzt auch nicht so wichtig. Ich würde eher für eine Maschine bezahlen als für einen Flugplatz. Weil man fliegt ja sowieso jedes Mal einen anderen Flugplatz an. Und die Flugplätze, ja, das ist ja... Ja, abhebt fast schon. Ja, ja.
Aus dem Discord. Und alles klar, Joko. Guten Flug. Jo, werd ich haben. Hoffe ich doch. Also, Freunde. Wir werden jetzt noch mal in Schönefeld landen. Und dann suchen wir uns eine Lackierung aus. Ihr könnt euch schon Gedanken machen, wo wir denn eventuell... eventuell... Warte mal, was habe ich denn eigentlich eingestellt hier von den... Eins ist drin, gut, alles klar. Wir hauen doch gleich die Startjuchtel an hier. Ich hätte, glaube ich, andere Seite fahren müssen. Aber ist ja egal. Wir hätten, glaube ich, auf der anderen Seite machen müssen. Da hinten starten. So. Schade, dass es noch keinen Wiederholungsmodus gibt. Das ist so schade. So, wir jacken gleich los hier. Yeah, Baby, er kommt langsam. Oh, hier ist ein Auto lang gefahren. Ah, wie das Fahrwerk einfährt, ey, das ist so geil. Was ist das für ein großer Turm da hinten? Hat Berlin hier irgendwelche Macken? So. Okay. Oh, da oben ist der Mond. So, wir machen jetzt alles ein bisschen manuell. Ist jetzt völlig egal. Wir machen es jetzt mal so, wie man es nicht fliegt, aber egal. Ein bisschen hoch, höher müssen wir. Hoho, die werden sich freuen hier. Schon wieder so ein Kaputter, der hier lang fliegt. Was ist denn jetzt eigentlich der Flughafen hier? Was sind die Scheiße? Ah, wir müssen weiter drehen. Guckt euch das mal an. Das sieht schon irgendwie lustig aus. So, jetzt gucken wir. Ja, wir sind gleich auf Route. Einwandfrei. Was sind denn das für große Türme da hinten? Das ist doch irgendwo ein Fehler hier vom Spiel. Ach, da hinten fliegt auch noch eine. Ach, guck mal hier, das Olympiastadion. Das sieht ja richtig kacke aus. Aber das Vorfeld geht eigentlich. Berlin, Berlin. So, jetzt schauen wir mal. Der muss wahrscheinlich hier noch irgendwas laden. Hier. Ach, das ist Tegel? Ach, da sind wir ja gestartet. Hier ist Berlin, die Innenstadt. Da hinten ist der Fernsehturm. Wie gesagt, der muss hier alles ein bisschen laden. Aber ich denke mal, das ist jetzt nicht so ein großes Problem. Es gibt ja welche, die machen ja das ja, die spielen hier die Google, von Google die Map ein. Und das soll irgendwie noch detaillierter sein als hier diese Bing Map. Aber okay. Guten Abend an alle. Gleich geht's nochmal zur Landung.
Weißt du überhaupt, wo du gerade lang fliegst? Nö. Was soll ich, Ob du weißt, wo du gerade lang fliegst? Ja. Nach Schönefeld. Ich fliege Berlin raus. Ist alles richtig, ich kenne mich aus hier. Okay. Ich habe 2,5 Jahre in Berlin gewohnt. Vor allem habe ich hier, wo das Olympiastadion ist, hier hinten, hier in der Nähe gewohnt, Olympiastraße, dann Prenzlberg, das müsste irgendwo hier so sein, und dann Potsdamer Straße. Da war es aber so laut, echt ätzend. Es war alles wegen Arbeit. Ach, guck mal, da ist der Alex. Was ist das hier hinten? Der Berliner Fernsehturm sieht auch ein bisschen ulkig aus, ne? Er hat noch nicht richtig geladen. Hier, seht ihr das? Das Haus? Das Handelszentrum? Da musste ich damals mal außen lang hochfahren als Lehrling. Boah, das sieht ja richtig komisch aus, ey. Das muss erstmal alles richtig laden. Das ist hier das Handelszentrum. Und dann war Sturm gewesen. Und dann ist dieses ganze Ding stehen geblieben. Weil der dann ausgesetzt hat. So. Oh ja, hier. Kleiner Tümpel. Das sieht ja aus wie eine Kasernenstadt hier. Ist das hier Marzahn oder was? Ghetto-Gebiet? Eine Ghetto. Keine Ahnung. Der große Fleck ist Tempelhof. Also. Ach hier, das Tempelhofer Feld hier, ne? Das ist auch ordentlich groß, ey. Da kann man auch ordentlich Häuser einbauen. So. Jetzt geht's nach Brandenburg. Aber wie hoch bin ich denn eigentlich? Ich muss mal gucken hier. Der bin ich denn jetzt? Ich bin 3000, fliege bla 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 und der hat einen ordentlichen Anstellwinkel. Ja. Wirst du schneller fliegen, ne? Ich mach mal auf 200. Jetzt 220 mach ich mal. Ach, 230 geht hoch. Ja, jetzt richtet er sich wieder ein bisschen mehr aus. Und er macht hier hinten ordentlich Dampf. Das sieht so aus, als wenn mir bald das Triebwerk um die Ohren fliegt. Hier ist ein Jagdflieger lang geflogen vor mir. Was? Naja, hier ist auf immer einer lang gedonnert, hier wie so ein Verrückter. Hat hier vorne vor mir so eine Drehung gemacht, die jagen mich. Hm. Alter, das würde mir noch fehlen in der Raupensammlung hier, dass hier noch irgendwelche Leute hier kommen und hier so Begleitflug machen. Alles fit im Schritt. So sieht's aus. Tuningteile? Keine Ahnung. Ich bin nicht mehr so mit den Mods unterwegs beim Eurotruck-Simulator, weil mir vieles schon tausendmal gesehen habe und es dann irgendwann mal langweilig wird. So, wir machen hier eine richtig schöne Drehung hier. Oh, sieht das nicht schön aus hier. Aha. Ja, mit welcher Airline sollten wir beim nächsten Mal fliegen, Freunde? Es ist 9:45. Ja, wir sollten uns beeilen. Die, ja, stimmt, ich habe was gehört. Die wollten auf dem Tempelhofer Häuser und sowas machen, aber ja, Berlin hat gesagt, nee. Ich sage mal, man hätte so einen schönen Kompromiss. Man hätte ja auch sowas, ein kleines, feines Stadtviertel machen können, ja? Mit Grünflächen, bisschen kleine Parks zum Erholen, Einkaufsmöglichkeiten. Also so ein kleines Stadtfeeling mit einem Marktplatz rundherum, schöne Häuschen. Hätte man doch alles machen können. Aber jetzt bleibt es einfach. Was? Plattenbaudschungel. Ja, gut, könnte man auch machen, aber. Ja. Dann hätte man hier kleinen Tempelhof machen können, ne? Oh, hier die ganzen Seen hier in Brandenburg. Guckt euch an, überall Seen. Herrlich. Ja, und hier hinten gibt es bald Gurken. Ja, fliegen wir über den Spreewald.
Was ist denn das hier unten eigentlich für ein Nest? Das ist schade, dass man das nicht sieht, welche Städte das hier sind. Das wäre so schön, wenn man das irgendwie... Ach, hier ist hier Königs Wusterhausen. Oh, jetzt gab es einen Ruckler. Hier ist das, hier ist Tralala und Hopsasa und Pumpedüse. Air Canada, sagt er gerade. Hier spricht die Luftpolizei. Bitte fliegen Sie rechts ran. Machen wir gleich, wir müssen erstmal landen. Wiss er. Aha, er ist eine polnische. Von Polen nach Aachen. Ja, ich muss um 10 Uhr eigentlich Feierabend machen. Pass mal auf, wir werden es so machen. Wenn das Video fertig ist, könnt ihr eure Wünsche unten hier reinschreiben. Aber ich würde es unbedingt dann nochmal probieren mit diesem Landen. Das habe ich ja euch gesagt. Das war, ich gehe mal ein bisschen runter auf 2000. Ich würde es jetzt einfach mal probieren. Wir machen mal auf das hier. Machen mal auf 2. Ich probiere es einfach mal. Ohne diesen Quatsch hier noch irgendwas einstellen. Ja, ja, Overspeed. Leck mich. Naja, siehst du, Overspeed vorbei. Oh, jetzt geht aber runter, die Olga. Guck an, mein Freund. Air Berlin ist wieder am Start. Yes, Baby. Was ist das eigentlich für eine Klappe hier hinten? Notentlüftung oder was? Wenn er ihn fahren lassen hat oder was? Ah, ich möchte eigentlich gerne mit so einem McDonnell Douglas fliegen. Die hat ja hier hinten noch so ein Triebwerk. Die finde ich auch so richtig nice, diese Maschine. Richtig schönes Ding. Aber ich muss auch sagen, der Airbus A320 mit diese Flügelchen hier an der Seite, das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. So, sag mal, muss der nicht jetzt lange mal einlenken, der Affenhals? Ja, jetzt macht er gleich. So. Hals- und Beinbruch, ja. So, pass auf, der lenkt jetzt gleich ein. Auch gleich hier im Hintergrund der Mond, ey, wie schön. Guck an. Guck an. Maximus fliegt. Ist extrem geil, wenn man mit Sonnenuntergang. Ja, das ist, das muss ich auf jeden Fall auch mal machen. Ah, wann ist ein Sonnenuntergang? Kannst du doch einstellen. Gucken, kannst du die Uhrzeit ändern. Ich kann jetzt die Zeit nicht einstellen. Klar, nein, komm. Nein, ich kann jetzt nicht, ich bin im Landeflug. Ah, nee, das ist Füller nicht. Das ist keine Ausrede. Neuhagenberg ist hier. Neuhagenberg haben wir hier. Jetzt lenkt er ein. Und Air Berlin richtet sich langsam aus. Wo ist denn jetzt eigentlich Schönefeld? Junge, du kannst die Zeit echt nicht einstellen. Ja, weiß ich nicht warum. Du, ich denke mal, das Spiel hat auch einige Fehler haben noch. Das kannst aber nur du nicht. Schnauze. Nö. Oh, warte mal. So, wir lassen es mal so hier. So, hier unten spielen sie Bauer, so Frau. Hamburger Streamer, grüß dich. Grüße aus Hamburg. Hätte jetzt voll Bock auf ein ordentliches Fischbrötchen. Schön am Hamburger Hafen sitzen. Ja. Ja, so ein leckeres Surströmmingbrötchen wäre echt nice. Boah, und dann einfach so, es könnte so eine schöne Brise kommen. Ja, du sitzt mit einer dicken Jacke da, schlürfst dann so eine heiße Schokolade oder irgendwie sowas.
Und dann ist sie da und dann siehst du die Boote vorbeifahren, die Möwen. Oh, herrlich. Also ja, in diesen gelben Sturmanzügen. Dann sitzt du da mit deinem Fischbrötchen, mit einem Teller. Ja. Einfach nur herrlich. Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel fliege, muss ich sagen, beim Fliegen sind die Berge noch beeindruckender als jetzt so die Küstenregion, ne? Aber Hamburg. Ja, ich find's schon ziemlich geil, so wenn du wirklich an der Nordseeküste oder so fliegst. Das wär's eigentlich auch von Hamburg mal fliegen nach was weiß ich? Mit Germanwings irgendwie sowas. Was sagt man dazu? Was ist denn da oben im Norden? Oh, McDonnell Douglas und Lufthansa Cargo, das wäre auf jeden Fall auch richtig nice. So, ich weiß nicht, was da oben noch im Norden ist. Wir werden irgendwann mal von Köln-Bonn mal fliegen. Und zwar gibt es ja auch hier deutsche Luftwaffe. Gibt's auch, das könnten wir auch machen. Köln-Bonn? Hier, was ist denn mit Kiel oder Flensburg? Er ist doch viel zu nah. Von Hamburg? Mit einem A320? Ey, du solltest ja nicht von Hamburg aus. Nee, Hamburg will ich auch mal fliegen. Das ist auch ein schöner Hafen. Ja, du kannst ja über Hamburg drüber fliegen. Ich weiß nicht, du kannst ja zum Beispiel von, Nürnberg oder Frankfurt. Wo Frankfurt warst du, glaube ich, schon. Frankfurt war ich schon. Man kann ja auch über Hamburg und sich eine Route setzen, dass man dann über Hamburg rüber donnert. Und sich Hamburg anguckt und dann fliegt man vielleicht oben nach Dänemark hoch oder man fliegt von Hamburg nach Stockholm irgendwie. Ich weiß nicht, ob es da so eine direkte Route gibt, aber ich sehe hinten schon einen Flughafen. Ich sehe da schon Lichter leuchten. Und jetzt haben wir natürlich, ich hoffe, dass ich jetzt auch irgendwie direkt auf die Landebahn. Der fliegt jetzt die Wegpunkte ab. Ich bin ja mal gespannt. Ich bin ja jetzt echt gespannt. Muss ich DF eigentlich drinnen machen? Flight Director? Den DF Flight Director? Ja. Aber es hat doch ohne Flight Director geklappt. Ja, aber eigentlich schaltet man den ein. Aber jetzt ist zum Beispiel LS außen. Ja, mach mal an. Vielleicht hat der schon was. Die eingestellt. Weil normalerweise macht er diese ILS-Frequenz, stellt die automatisch ein. Zumindest hier. Und jetzt könnt ihr auch eine ILS-Landung machen, oder? Also das müsste auf deinem Fluglageanzeiger stehen, ob du das kannst. Was müsste ich denn da einstellen jetzt? Radar-NAV oder was? Nee, doch. Warte mal, unten ILS, links in der Ecke. ILS steht da, ja. 25L 159. Ja, dann kannst du das machen. Nichtsdestotrotz kriegst du, du müsstest dann Approach drücken. APPR. Aber du kannst halt eben auch, der zeigt dir ja im Fluglageanzeiger an, wie weit du rechts und links fliegen musst, wie dein Gleitpfad sein muss. Also du kannst das auch alles per Hand. Huch, was macht der jetzt? Ich habe jetzt einfach mal APPR eingeschaltet und jetzt geht er ordentlich hier in die Kosmonautenebene hier runter. Ah ja, er hat sich wieder ausgerichtet. Der musste wahrscheinlich erstmal wieder klarkommen. Da macht er auch die Geschwindigkeit selber, oder? Nein. Geschwindigkeit und Höhe muss ich selber machen? Nee, Höhe nicht, nur die Geschwindigkeit. Dann mache ich mal schwindig und die Landeklappen, die werde ich jetzt auch mal jetzt mal voll rausholen. Ich werde mal die Geschwindigkeit auf 180 machen. Overspeed. Naja, Overspeed. Halt's Maul. Overspeed. Geschwindigkeit auf 140. 140? Ja, weil du bist ja noch voll mit, obwohl du hast Hälfte Treibstoff, ja, mach. Keine Ahnung. Probier 130 aus. Nicht, dass er mir abkackt hier, die Sau. Ja, siehst du ja, wenn er die Nase zu hoch nimmt, stell 140 auf. Oh, yeah, Baby! Dann mach ich nur noch ILS-Landung! Dann klappt jede Landung, sag ich euch.
Ey, wir müssen jetzt aber Malacca machen. Ich hoffe, dass wir irgendwann mal eine Replay-Funktion haben. Ich hoffe es. Die Flats sind draußen auf Stufe 4. Da habe ich schon gemacht. Oh, da vorne ist der Flughafen. Da vorne ist er. Juhu. Da vorne ist er. Okay, ISS-Landung. Maximus ist am Start. Oh, der wippt aber ordentlich. Eieieiei, Malacca. Ah, ich würde die Geschwindigkeit ein bisschen höher stellen. Doch, auf 140? Ja. 140, ja. Ja. Wir sind gleich da. Oh ja, du singst. Also 140 mindestens. Ah, warte mal. Ich mach mal 150. Da geht es wieder runter. Ah ja, der ist immer noch ziemlich hoch, ey. Meine Fresse, das ist ja... Das ziemlich hoch? Nee, du bist so tief. Nee, ich meine jetzt, die Nase ist ziemlich hoch. Der kommt jetzt langsam wieder runter mit der Nase. Ah nee, das ist mir noch... Der ist immer noch zu hoch. Warte mal, Der steigt da jetzt. Aha. Der will ja auf den Gleitpfad. Wo er sehe ich denn, dass der Gleitpfad ist hier? Du hast einen Fluglageanzeiger, drunter hast du 4 Punkte und einen lila Balken. Ja, und ja. Und daneben hast du auch nochmal 4 Punkte und auch einen lila Balken. Und der lila Balken, der müsste, glaube ich, aktuell durch einen Pfeil nach oben dargestellt werden. Ja. Ja, oben am oberen Kreis hast du diesen lila Pfeil. Mhm. Ey, gucken, ILS ist auf jeden Fall... RW25L ist die Landebahn, ne? Ja. Zeigt dir auch die Entfernung dazu an. Ah ja, das ist schon sehr interessant, ey. Und der Dings kann das aber auch, ne? Hier nicht Airbus, sondern die anderen Maschinen. Ja. Soll ich jetzt schon das Fahrwerk raushauen? Klar. Oh, ISS-Landung! Oh, wie das Fahrwerk rausfährt. Technik, die mich begeistert. Geil. Oh, das ist einfach nur Hammer. Ah, Patrick. Das wird schon schief gehen. ILS Maximus. Autobremse auf Medium. Wie soll ich eine Autobremse? Ich habe keine Autobremse. Ich fliege Flugzeug. Über deinem Hebel müssten 3 Knöpfe sein, über dein Fahrwerks. Über meinem Fahrwerkshebel. Achso, warum? Fahrwerk ist da hier. Was ist denn ja, da? Ja, ich meine schon darüber. Ach, Brake. Ach, Medium. On. Ah! Also heißt es, wenn ich lande, wenn das Flugzeug merkt, ich gehe auf die Landebahn, bremst er automatisch. Ja. Ey, warum? Keine Ahnung, ich dachte, das wäre zu kompliziert für dich. Na, ey, ich drücke hier vorne mit meinem Knopf und breche mir bald den Daumen. Alter, das ist... Ey, wieder was gelernt, was ich nächste Woche wieder vergessen kann oder am Samstag. So, wir müssen mal rausschalten. Wir gucken uns das mal an hier. Ey, ich bin ja ganz schön hoch. Nee, der sinkt jetzt. Der geht runter. Oh, schönes Ding, schönes Ding. Du bist jetzt neben deinem Fluglager, also an deinem Fluglageanzeiger... Rechts die 4 Balken, genau, da sehe ich schon. Da siehst du jetzt dieses Karo-Lila-Farben, das ist dein Gleit. Ah ja, ah, das hier, ja. Und das hier unten ist die Seite und das... Ach! Oh, Baby! Und diese Ansicht, sag ich mal, von diesen Balken, die hast du auch ohne Autopilot, also das wird dir immer angezeigt. Ach Mensch, jetzt habe ich ja wieder was gelernt. Na, das ist ja noch geiler. Aber dafür muss ich definitiv Flight Director anschalten, wa? Das LS. LS, genau. Ups, wieder was gelernt. Meine Freundin in der untergehenden Sonne. Wieder was gelernt, Junge. Jetzt schalten wir mal nach außen, weil jetzt macht der eigentlich alles alleine. So werde ich jetzt immer landen. Nee, machen wir nicht.
Oh, das sieht ja so richtig professionell aus. Ey, Mann, ganz ehrlich, da kann ich auch Flugkapitän werden. So. Anflug auf dem neuen Flughafen RBB. Ach nee, ist ja der Fernsehsender. So, wie heißt er? Berlin Brandenburg Airport, ne? Ja. Ey, aber das sieht ja so easy aus. Das sieht ja so easy aus. Das mache ich nächstes Mal bei Toni, der kann dann zugucken. Dann sagt er, ey, guck mal hier. Hoho. Autoschub ausmachen, wie war ihr Autoschub aus? Bis Autoschub ausmachen, passt doch alles. Oh. Na gut, ich bin jetzt hier in dem Bereich. Dieses APPR ausmachen oder was? Nein. Ja, wenn du manuell jetzt weiterfliegen willst. Nein. Okay. Hier, Mayday, hier steht ihr auf meiner Lande. Oh, jetzt. Freunde, Maximus landet. Danke für dein Follow! Aber der fliegt, der hoppelt aber auch ordentlich. Muss ich jetzt selber was machen? Aber er bremst. Ey, alle, die jetzt hier in Schönefeld stehen, die werden jetzt sagen, oh, das ist ein geiler Typ, ey. Also, der ist ja richtig geil gelandet. Da wissen sie die IRS-Landung. Junge. Bremsen. Ja, ich bremse nochmal. Oh, pass auf, jetzt kommt der andere hier. Der startet jetzt. Pass auf, mit einem Boeing. Huch, guck an. Boah, was macht der denn hier? Boah, die Boeing sieht aber auch so richtig geil aus. Die 787, Junge. Was für eine Höllenmaschine. Ein riesen Klopper. So, also, das war's. Danke erstmal, dass so viele dazugeguckt haben. Danke für über 160 Daumen. Die neuen Leute, die dazugekommen sind. Hauptmenü. Das war Schub raus. Ja, das hätte ich auch noch machen müssen. Ich dachte, der Autoschub, ich war jetzt überfordert. Nein, das macht er nicht. Was? Den Autoschub, der macht nicht den Schub völlig raus. Und eigentlich musst du dann, das geht mit deinem Ding nicht, mit deinem Schubregel am Joystick. Du musst eigentlich F2 gedrückt halten, damit er den Gegenschub macht. Ah, F2. Nur F2, ja? Genau, mit F2 und F3 machst du Schub vor und zurück. Mit F1 und F4 machst du Schub entweder komplett zurück oder komplett nach. Ah, gut. Das ist schön, dass du mir sehr gerne zuguckst. Der nächste Flug wird, ich muss jetzt Feierabend machen, ich habe wieder überzogen. Der nächste Flug wird am Samstag hoffentlich sein, vielleicht auch 20.30 Uhr, vielleicht kann ich ja ein bisschen länger fliegen. Und da können wir uns dann aussuchen. Ihr seid aber jetzt gefragt, ja, weil wir können ja hier bei den Fliegern so viele Lackierungen hier auswählen, ja. Also ich habe hier so viel unterschiedliche Sachen. Ja, ich habe ja schon zwei Sachen gesagt. Also dass wir in Hamburg mit einer deutschen Linie starten oder in Köln-Bonn auf dem militärischen Teil vielleicht mit der Bundeswehrmaschine. Hier habe ich nämlich noch eine Lackierung von der Bundeswehr. Hier zum Beispiel. Wir gucken uns die erstmal an, ob die überhaupt gut ist, ja. Nicht, dass sie doof aussieht. Ja, Bundesrepublik Deutschland. Ja, könnte man machen. Ist zwar jetzt bei dem Logo nicht so hochauflösend, aber könnte man durchaus machen. Ja. Ja, Green Canadian. Also schreibt es einfach rein. Wir werden so oft wie möglich versuchen, hier, also zweimal in der Woche hier zu fliegen. Wenn das alles richtig super läuft und wir auch mal eine Rückspulfunktion haben oder dass man nur seine Freunde sieht, dann kann man auch mal ein Community-Fliegen machen, wo ich dann einfach sage, pass auf, wir treffen uns alle an Airport irgendwo in Deutschland, keine Ahnung, und dann lass uns dann gemütlich mal fliegen. Ja,
Und ja, und dann macht er hier Freundesanfragen. Ich weiß ja nicht, wie geht denn das hier? Hier drei Freunde sind online und 29 sind raus. Joko ist zum Beispiel am Fliegen. Hier, der Red Bull ist am Fliegen und der andere hier auch noch. Ja, wie gesagt, aber wir machen jetzt Feierabend, sonst kriege ich Ärger mit der oberen Führung. Und dann kriege ich hier Verbot. Den nächsten Livestream wird es am Mittwoch geben, Euro Truck Simulator, auch wahrscheinlich 20:30. Wo wir langfahren, weiß ich alles nicht. Könnt ihr auch gerne reinschreiben. Ich bin aber jetzt raus. Danke euch alle nochmal für die Unterstützung, für die Hilfe. Joko, du auch. Super Sache und die anderen auch. Und natürlich Pappnase. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Like das Ding, teilt das Ding und wir sehen uns auf jeden Fall